So, da ist der gute Taro. Geistführer. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you.
I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Also doch, sind alle gestorben. Also sind alles Geister, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, Prüfungen freigeschaltet, neue Herausforderungen. Aha, okay, es gibt ein neues Kostüm für uns. Meditieren. Wir haben jetzt mehr Energie, das ist gut, Alter. Das ist gut. Weil der Typ gerade eben, der hat mich nach 2-3 Schlägen platt gemacht. Das war schon ein bisschen heavy. Okay. Ja gut, hätten wir das geschafft. Ich würde mal sagen, das war Kapitel 1, ne? Okay. Ja, nächstes Ziel, zurück zum Dorf. Was ich gerne probieren würde, wir haben ja hier diesen einen Weg, ne? Ob ich über den Weg darüber kommen kann? Oder ist das überhaupt ein Weg? Weiß ich gar nicht. Ja, wir gehen mal erstmal zum Teleportpunkt. Wir haben es ja jetzt geschafft. Denke ich mal. Ich muss echt schon zugeben, das Spiel ist schon sehr herausfordernd, ne? Ich hab's echt nicht gedacht, dass sie es angefangen haben zu spielen. Das ist schon ein bisschen tricky, das Game. Also für kleine Kinder ist es auf jeden Fall nicht. Zumindest wenn ich als kleiner Junge so ein Spiel spielen müsste, ich glaube, ich würde da richtig bei verkacken. Also die macht das gerne, wenn ich die Map aufmache, macht sie immer gerne diesen Angriff. Ich weiß gar nicht warum. So, lass mal gucken. Da muss ich hin. Also ich muss hier gleich an einem Fluss vorbeikommen. Da muss ich den Fluss lang. Dem Fluss folgen. Also hier jetzt quasi, ne? Ansonsten haben wir auch gar nichts mehr so an sich. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Ah, cool, da kommen wir gar nicht hoch. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Da ist irgendwas. Okay, vermutlich muss ich von der anderen Seite dahin kommen. Oder gibt es hier so eine Blume, auf die ich feuern kann? Aha. Okay. Alles klar. So, was ist das hier? Nochmal meditieren. Wir kriegen noch mehr Gesundheit. Geil. Nice. Direkt doppelt. Cool.
So, einmal Stein im Weg. Mal ganz kurz gucken. So, wir haben hier Fußspuren, die führen mich da hinten hin. Okay. Gut. Ja, guck mal, hat sich der Weg hier schon mal gelohnt. Wunderbar. Wunderbar. So, okay, aber weiter komme ich nicht, ne? Da haben wir jetzt einen Baum, einen großen. Oder komme ich hier weiter? Nee, sieht nicht so aus. Gut. So, und hier ist nichts, ne? Okay. Ja, nice. Haben wir nochmal ein bisschen Gesundheit bekommen. Cool. Vielleicht hätte mir diese Gesundheit sogar vorhin was bringen können. Das wäre halt nice gewesen, ne? Naja, aber wir beschweren uns mal nicht. Machen wir weiter. So, okay. Ja, dann haben wir das, was wir eigentlich wollten. Können wir jetzt uns auch direkt zum Dorf portieren. Nee, brauchen wir nicht. Lass mal liegen. Das haben wir schon geschafft hier alles. Oder gibt es hier was Neues? Oder habe ich irgendwas übersehen, eventuell? Nein, ne? Okay. So. Dann zurück zum Dorfzentrum. Moment. Sonst war ich ja hoffentlich überall, ne? War ich hier an dem Ort? Hm. Naja. So, wir haben eine neue Challenge. Und ich würde mal sagen, wir machen die mal, ne? Wir gucken mal, was halt wahrscheinlich wieder eine Kampf-Challenge und eine Schieß-Challenge. Was geht? Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. Ja. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for the troubled spirit. Adiras Maske, okay. Nächstes Ziel. Hilft der Holzschmieden. Okay, machen wir gleich. Hinterm Lagerhaus, sagten die, ne? Ah, okay. Da haben wir es. Oh, da haben wir jetzt drei Challenges. Verdorbener Taro, Waldhof. Oh Gott, ich muss gegen Taro nochmal kämpfen, ne? Wahrscheinlich wird er noch krasser sein. Ja, hier habe ich, wie gesagt, ne? Ich habe hier schneller Sieg, habe ich nicht geschafft. Leider. Ja gut, Schreinwächter. Blitzsieg, besiegeln Boss innerhalb von 3 Minuten, verwende keine Heilblume. Zerstöre das Todeszonenherz des Schreinwächters. Todeszonenherz? Okay. Ich weiß nicht, was sie mit Todeszonenherz meinen, aber... Das ist quasi derselbe Bosskampf, den wir vorhin hatten, ne?
falscher Knopf. Das dauert jetzt ein bisschen. So, jetzt aber. Das. Ah, der ist ein bisschen härter, der Dude. Boah, du Ratte. Danke. Hast du sehr gut gemacht. Geschafft. Oder war ja aber easy gewesen diesmal, ne? Okay, cool. Neuer Rothut, nicht schlecht. Okay. Hab mich jetzt selber überrascht, dass ich das direkt beim ersten Mal geschafft habe, alles. Nice, okay. So, was ist das hier? So, oh, wieder eine Kampfherausforderung. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Ja. Absolviere die Prüfung innerhalb 8 Minuten. Verwende keinen Halb und besiege 20 Gegner, indem du explodierende Pusteln in der Arena abschießt. Explodierende Pusteln? Was sind explodierende Pusteln? Ach so. Okay. Ja gut, das ist etwas, was ich eher privat machen möchte, weil das Ding ist, ich möchte euch damit jetzt nicht langweilen, wisst ihr? Deswegen, das mache ich mal selber. Also privat meine ich. Selber sowieso. So, Rothut. Lass mal sehen. So, Eule. Und das war's auch schon, ne? Okay. So, wie sieht's aus mit Karma? Wir haben ganz, ganz viel Karma hier. Okay. Was gönnen wir uns? Wir können uns das hier holen. Haben wir einen Pfeil mehr? Eigentlich auch sehr praktisch. Oder wir holen uns jetzt den Angriff als nächstes. Ich würde mal sagen, wir holen uns das hier einmal. So. Wir holen uns auf jeden Fall das hier. Ja, und das war's jetzt auch erstmal, ne? Okay. Sind wir wieder ein bisschen stärker geworden. Wunderbar. Ach, da, okay. Und da können wir jetzt durch, oder was? Oh, wir haben mehr Dorf freigeschaltet. Okay. Krass. Und hier ist das Wasser sogar blau und nicht verrottet. Mhm.
Moment mal, ich muss mal gerade was checken. Warum ist das Wasser jetzt hier blau? Kann es sein, dass ich dadurch, dass ich jetzt den Wald praktisch von seiner Seuche befreit habe, dass das Wasser jetzt betretbar ist? Man muss ja am besten gucken. Ja, das Wasser ist jetzt betretbar. Okay. Ist ja nice. Und wir haben jetzt sogar einen Teleport-Point. So, ich könnte jetzt theoretisch hier langlaufen, ne? Oh, der hat überlebt. Krasser Typ, Alter. Das geht bei euch ab, Alter. Nur weil ich ein bisschen zu weit weggelaufen bin, oder was? Da wollte ich mich verarschen, oder? So eine Scheißmaske, oder? Schönes Ding. Geil. Das ist so befriedigend, ne? Falscher Knopf, ne? Was ist los? Du willst mich verarschen, Spiel. Ciao. Miko mio. Oder so. Schön. So, gibt's irgendwas zum Stehlen? Ja. Und sonst noch was zum Stehlen hier? Nix, nix, nix. Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Oh, was ist denn da? Was hat mir das jetzt gebracht?
So, warten wir kurz, bis die Pfeile alle nachgeladen haben. Okay, jetzt können wir anfangen, ne? Okay. Was ist das jetzt? Ah. Checken das mal eben gerade nochmal kurz ab. Vielleicht gibt es dann noch was. Ne, es ist wieder dasselbe. Okay, brauchen wir ihn nochmal machen. Wie geht's denn da lang? Coole Idee. Muss ich mal so ehrlich sagen. Das war's, ne? Okay. So, das war's hier. Ach, hier haben wir noch was. Nice. Eine Truhe. Eine Cappy. Ja, es könnte genauso cool sein wie ich. Happy Meister. So, da haben wir ein paar Gegnats. Und wie es auch aussieht, können wir auch zu denen hin. Komme ich überhaupt hin, wenn ich jetzt da lang laufe? Moment, nee. Hier war ich schon, okay. Ja gut, das ist jetzt kein neuer Bereich. Aber gut zu wissen, so um da jetzt hinzukommen, brauche ich wieder Post. Dann warten wir mal auf diese Post. So, da hoch komme ich auch nicht, ne? So, bin ich vorbei, glaube ich. Ja, auch da. Okay. So, dann hätten wir den Teil hier auch abgeschlossen. Was haben wir da? Theoretisch könnte ich jetzt auch durchs Wasser gehen, ne? Also schwimmen, meine ich. So. Ja, okay. Sekunde mal. Hier war doch irgendwo dieses... diese Kugel, ne? Ob ich das schaffe, weiß ich jetzt nicht. Tatsächlich. Gucken wir mal. Ja, kann knapp werden. Kann wirklich knapp werden. Wo war das? Da. Ja, haben wir geschafft. Nice. Schön, ein paar Kristalle. Yeah. So. Jetzt haben wir noch hier einen Bereich. Jetzt halt die Frage, muss ich den auch öffnen? Jetzt über, also mit dem Ding hier, mit dem Vieh. Testen wir das mal gleich aus. Da war irgendwie so eine Art Schild gewesen, ne? Meine ich. So, geh mal vor. Ein bisschen besser steuern kann.
Das wird knapp, aber das geht, ne? So.